Okay, alles gut, Bubaten. Dann bin ich einfach mal noch gespannt, aber wie der. Was ist denn momentan mit den Dreiern los? The Dusk ja, is always ready for a fight. Momentan sich ganz gut immer drei in einem Roll. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber ob du nochmal, wenn du nochmal dieses Regenschirm-Ding weitermachst. Muss ich auf jeden Fall auch reinschicken, dann das will ich mir angucken. Streamer-Luck. Tja, mal gucken. Taz hat mit letzten Spielen irgendwie nicht so viel Luck gebracht. Aber es ist immer cool, dreimal die gleiche Junge zu ziehen, wenn es nicht gerade ein Orakel ist. Always ready for a fight. Boah, Taz finde ich gar nicht so stark am Anfang. Bein, hör auf, mach nicht den. Bein, du musst nicht immer das gleiche spielen wie ich. Kannst du auch mal was anderes spielen? Wer ist denn damit? Walrus Punch. I bring an end to magic. Ich lasse Orakel liegen, ich glaube. Wobei, ich muss Orakel gar nicht liegen lassen. Ich kann Anti-Match, Bounty und Orakel mitnehmen. True. Mille, das hat heute Morgen schon einmal jemand hat Commands gemacht und nicht Command eingegeben. Ich glaube, das mit den zwei Commands aufgeteilt ist, glaube ich. Ich bin noch nicht ganz Fan davon, Mille. Ich glaube, die meisten haben das nicht so auf dem Schirm, dass man dann. Dass man noch einen zweiten Command dann eingeben kann. Was schreibt ein Blue Button Schönes? Habe tatsächlich schon häufiger überlegt, mir ein Grafiktablett oder so zuzulegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sich das Geld lohnt. Ist halt schon teuer sowas. Ja, ich weiß gar nicht, was sowas kostet. Ja, die hätte ja sein können, ich habe Blue Button nicht. Also, das war, ich hätte ja sein können, du hast Bock auf sowas. Weil selbst hat er damals zum Beispiel auch, ist ja auch ein Zuschauer von uns, hat er damals das Banner und sowas alles gemacht. Hätte ja sein können, du hast Bock auf sowas und kannst halt sowas, aber dann macht ja nichts. Aber wie gesagt, ich bin ja trotzdem gespannt, was du dann noch hier bei dir schönes, was mit dem Regenschirm Paul wird. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das sind sogar schon drei Seiten dann nochmal angepasst. Ja, ich weiß ich nicht. Hä, wieso habe ich Mimimi gemacht gerade? Habe ich Mimimi. Ach, ich wegen Bein. Ja, Bein hat auch den Nachwolle auf 2 hat inzwischen, deswegen. Da gucken wir mal. Ich weiß nicht. Findet ihr das besser, wenn das aufgesplittet ist? Mal die Frage an euch. Genau, findet ihr das besser, wenn es aufgesplittet ist mit den Befehlen, dass wenn du Command eingibst, dass dann halt du Command 2 und 3, damit nicht dann so riesiger Text kommt quasi? Oder findet ihr es besser, wenn es alles in einem Text drin stehen würden, die ganzen Commands? Die ganzen Commands im Command-Befehl. Dass man alle auf einmal quasi in den Chat reinbekommt. Der ist lecker. He is very tasty. What is this? A game of what is this? A game of some sort? Ganz kurz Mecker bauen, Sekunde. Ich muss ganz kurz Mecker zusammenbasteln. Ah, Mann, der Call hat fast funktioniert. Das wäre so schön gewesen. Ja, ich bin großer Freund davon, einmal Mana mitzunehmen. Den Command Paulis kannst du rausnehmen. Stimmt! Der heißt jetzt nicht mehr Paulis, der heißt jetzt, ja, Watchtime. Die Fingerschutz ist eine andere Möglichkeit. Mille räumt die Commands auf. Danke, Mille. Wichtig. Wichtig und richtig. The defeat of magic is complete. Vengeful, so. Das wird, wie gesagt, wird glaube ich eh kein Losing Streak mehr werden. Tja, jetzt wünsche ich wieder mal, ich hätte nicht direkt die Items verteilen, könnte Herobelt das geben. Ich bin ja gespannt, in welche Richtung das hier geht. Das letzte Ründchen des Tages. Aber Watchtime müsste dann dafür rein. Hast du Watchtime reingemacht und dafür Ding rausgemacht schon? Ne, da ist es geswitcht gegen Watchtime. Paulis gegen Watchtime geswitcht. Millis. Ihr mit euren Millis. Warum sollten wir das Millis nennen? Warum seid ihr alle so auf Millis?
Also ich finde Minis prinzipiell nicht schlecht, aber ich finde es eher verwirrend für die Leute, oder nicht? Weil Minis natürlich auch irgendwie, Milli ist auch sowas wie klein. Wisst ihr, wie ich meine, wie Millimeter und sowas, dann können wir auch sagen, das sind halt die kleinen Punkte so, ne? Das wäre so ein bisschen, können wir auch in die Richtung interpretieren. Ja, wir brauchen Skill noch, der kann nicht weg. Hör mal auf, was war mit Skill drin? Was soll denn das? Ich weiß nicht, ob ich auf Krieger gehe. Ach, warte mal. The Dusk is always ready for a fight. Nee, ist die letzte, Irasak. Nee, gibt kein CSGO heute. Gibt noch ein. Ich frag, gibt es ein anderes Game? Er denkt aber an CSGO. Also, es wird schwierig heute, weil ich nach der Runde muss ich Mittag essen. Dann kommt heute Mittag, kommt halt Formel 1 und heute Abend werde ich halt wegfahren, deswegen. Ne? Morgen wird es wieder längere Mittagsstreamer werden. Morgen können wir mal wieder CSGO machen. Oder generell was anderes als Auto Chess. Und irgendwann. Ach, vielleicht probiere ich das erstmal jetzt auf. Ach, ich weiß es nicht, Leute, Mann. Aber ich glaube, ihr habt alle so wenig Bock drauf, wie mir beim Lego aufbauen zuzuschauen. Und ich glaube auch mit dieser Webcam, die einfach so hinzustellen, von oben, ich zeige euch nochmal, mit dieser Webcam mit dem Stativ wird es auch einfach nicht so gut von der Qualität sein, leider. Aber ich, wie gesagt, es lohnt sich nicht, irgendwie teures Equipment dafür zu kaufen, wenn ich noch nicht weiß, ob es mir Spaß macht. Das würde ich mal ausprobieren. Ja, ich habe mir hier Dings. Ich habe mir hier Lego Bonsai-Bäumchen gekauft, für die, die es nicht mitbekommen haben, zum Aufbauen mit 800 Teilen. Das dauert wahrscheinlich eineinhalb Stunden, das aufzubauen. Denke ich mal. I pupate anew. Ich hatte voll Bock. Wie ging letzte Runde aus? Ich bin Vierter gewesen. Patrick, tut mir leid. Aber Bein war schuld. Du musst Bein haten. Der hat mir alles weggekauft. Wie immer. Den Hate muss Bein bekommen von dir. Den habe ich nicht verdient. Punkte sagen nichts Gutes. Ja, war Vierter, war ganz knapp. Ja, was ja ganz knapp ist, die sind halt noch. Also ich bin halt Vierter geworden, ist halt an sich knapp, aber ich glaube, die haben noch zwei Runden länger gelebt, wo ich raus war schon. Vielleicht mache ich einfach am Morgen Stream, wo ich morgens ein bisschen Lego mache und dann mache ich am Nachmittag nochmal einen Owl Chess Stream oder so. Aber wenn ich halt zu viel stream, ich glaube, wenn ich am Tag halt 8 Stunden stream, bin ich auch immer ein Gaga im Kopf. Aber gut, Lego ist ja was anderes. Das ist ja kein. Da habe ich ja analog was vor mir dann wirklich. Da habe ich ja, da guck ich ja nicht im Bildschirm die ganze Zeit rein. Ich überlege gerade echt, ob ich auf was anderes gehe. Wie heißt Bein bei Twitch nochmal? Erstmal Bann. Ja, auch irgendwie Bein. Bein heißt auch Bein bei Twitch, aber ich weiß nicht, wie geschrieben, ehrlich gesagt, auswendig. Leute, ich bin eine Millisekunde AFK. Ne, Millisekunde. Axe grows stronger. Okay, ich hab's Speck geschafft, zum Glück pünktlich. Master of Beasts. Du solltest doch Fulltime-Streamer werden, also durch auch 8 Stunden durchziehen. Was hat Rank gemacht? Ach so, im Game hier wahrscheinlich. Natürlich Sinn. Enchanted, I'm sure. Das war die längste Millisekunde meines Lebens. Oder ich kann euch die Zeit reißen. Ja, Millisekunde war vielleicht übertrieben. Sorry. Aber ich wollte damit sagen, ich bin halt wieder zurück auf jeden Fall. Warum haben Bayern und ich schon wieder eine Winning Streak? Warum haben Bayern und ich eigentlich schon wieder irgendwie Krieger und so sammeln so anderes Zeug nebenher?
Warum stelle ich eigentlich so viele Fragen? Master of Beasts. Wer kommt halt in Lucky Chan? Das weiß man halt nicht, ne? Auf jeden Fall gehe ich nicht mehr darauf. Die sind so teuer, die Boys. Elfen wäre halt immer noch eine Option. Das wäre eine schöne Elfenrunde mit dem Ding halt schon, mit den... dem Pack. Und ihn so random reinstellen wäre jetzt auch prinzipiell nicht schlecht. Ich glaube auch, es war letzteres, dass er durch Zeit reisen kann. Millisekunde. Ich habe Millisekunde gesagt, nicht Millisekunde. Okay, hat deine Losing Streaks zerstört. Das ist natürlich. Das ist immer ätzend, wenn zwei Leute Losing Streaks spielen für denjenigen, der die dann verliert. Ich finde diesen Kampf dann immer lustig, wenn man anfängt, ganz runterzustellen, seine Priest auch runterzunehmen und sowas. Okay. Viel schlimmer hätte nicht sein können. Das bringt mir gar nichts, das ist gar nichts. Und dann halt Family Discount, was ich gar nicht mag. Das waren schlechte Relikte, sehr, sehr schlechte Relikte. A wolf in man's clothing. My arrow pierces the wind. Okay, du hast gar kein Relikt bekommen, das ist natürlich schlimmer, das stimmt. Pack macht schon gut Schaden. Ich glaube, ich unterschätze Pack immer noch viel zu sehr oft. Ich sollte mir immer noch ein bisschen andere Sachen offen halten, nicht zu sehr. Also wie gut die Krieger kommen, ist halt lächerlich. Also auch wie oft ich hier schon Slada und Haska vor allem gezogen habe und wieder gelöscht habe. Brutmother wird Richtung Arkiers vielleicht gehen, Alchemist Richtung Warlocks. Aber irgendwie will ich diesmal, keine so eine Warlock und Arkier, wo ich leveln muss. Ich will diesmal nicht leveln, ich will diesmal rollen. Ich will irgendwas mit Rollen spielen diesmal. Weil die ganzen Level-Dinger habe ich alle verloren. Wobei ich die Rolling letzte Runde auch verloren habe, nur weil Bein das gleiche gerollt hat wie ich. Oh, 6 Beasts plus Terrorblade, ah no. I don't want to play 6 Beasts plus Terrorblade, sorry. I am unfamiliar with this feeling. Is it joy? Ich weiß jemand, ob man einen Mod vom Kuir auf eine andere übertragen kann, ohne dass es beim Entfernen zerstört wird. Genau, die Effekte sind gebunden, was das, was Mille sagt. Also Effekte kannst du nicht auf andere Kurier geben oder sowas. Ja. Die ganze Zeit, ne? Aber die ganze Zeit. Die ganze Zeit, Junge. Gerne. Okay, ich muss jetzt kurz mal ein bisschen was checken. Kurz schicken, was Bein macht, bevor ich komplett auf Bein sein Ding irgendwie. Guck mal, da geht Rage an, Alter. Guck dir an. Oh mein Gott. Ja, er schreibt es auch gerade rein. Nee, bitte, ich will meine Streak jetzt nicht gegen dummes Meatball-Kierzeug verlieren. Okay, aber mein Terrorbett steht noch, das ist erstmal gut. Oh Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt mit dem Rollen unter Stress geraten werde. Okay, Leigen, war eine schöne Zeit mit dir. Habe ich komplett unterschätzt, dass das Rollen mir so viel Stress macht.
immer was gut. Warte mal, wer hat Zeus? Lol, wir fingen schon als Schulter, das hab ich mitbekommen. Wieso sehe ich sowas immer nicht? Okay, Melle, gönn dir guten Appetit. Guten Appetit. Bei mir gibt's heute Asia-Nudeln. Asia-Nudeln sind die besten Nudeln einfach. Nice. Mit schönen Karotten drin, bisschen Zwiebel, ein bisschen hier Chinakohl und vielleicht. Aber ich glaube, meine Frau macht bestimmt wieder Ding rein auch. Wie heißt denn? Sagt mal, Leute, wie heißt es denn? Ihr wisst doch, was ich meine. Hier Sojasprossen. Mango, Boni, Boni, Bunny, Sprossen, Zeugs. Enemies fall. The dusk is always ready for. Juggernaut stands ready. Juggernaut stands ready. Schau mal, die Schmutte her. My arrow pierces the wind. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so dumm gewesen, das einfach mitzunehmen. Ich komme im Chat gerade nicht mehr mit, meine Bank ist zu voll. Ich bin immer nicht über, wenn ich den Chat gerade nicht mehr mitkomme. Ach Bein, das muss doch nicht jedes Mal das gleiche sein. Oh Bein, das muss doch nicht jedes Mal das gleiche sein. Warum tust du mir das an? Warum klaust du mir mein Geld? Du bist kein Held. Ach Mann, der Schuss war schön. Okay. Game! Mach es nicht den Verräter. Trees are not so good with I'll not be rushed. Trees are not so good with Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm Trees are not so good with I'll not be rushed. Enchanted, I'm sure. Ich bin aufgeschreckt, dass ich einfach auch übergangen habe. Gut, die könnte ich eigentlich mitnehmen, die Aufschreckers, theoretisch. Aufschrecker in Elfen ist nicht so schlecht, oder? Sehr schön, Paul, wann kommt dein Album raus? Och nee, nicht Zeus! Nein, bitte, das ertrage ich doch nicht! Hallo! Tja, 17 Schaden statt irgendwie 3 Schaden oder so. Chillig. In den Earthshaker, ja. Ja, wahrscheinlich echt sinnvoll. What is this? In green, I'll not be. Is it over already? Good. Good. Wow.
Werbung Lil Paradoxon feat. MC Paul mit der Single Dota Auerchester hält ab 27.05. in allen Musikstores und Spotify. Ja, ich könnte ja mal so ein Stream machen, wo ich einfach nur singen kann. Alter, was hat Earthshaker gerade gemacht? Was hat denn Earthshaker, wie viel Schaden hat Earthshaker gemacht? Alter, er hat einfach 6000 Schaden gedrückt. Was war das denn? Kann es jemand klippen? Bitte klippt es mal, Leute. Was war das denn? Der hat instant alles gekillt. Wie hart war das denn? Bitte klippt das eine, ohne Witz, damit ich es nachher wieder finde. Das war ja übel OP. Warte mal, Runde 19, letzte Runde. Muss ich eigentlich fast schon auf YouTube als Clip bringen. Was war das denn? Alles weggehauen mit einem Hit. Zeig doch den Earthshaker. Ach, Twitch-Dings gab es echt mal? Runde 19. Earthshaker. Das war krank. Nice. Time for target Schmeckt practice. Natürlich gut. Milana. Thanks. Enchanted, I'm sure. Enchanted, I'm sure. Das wollte ich noch. Ich wollte halt gerade nicht, dass ich wundert, ne? Ich habe gerade zu viel gerollt, weil ich gerade noch den Family Discount so gut wie möglich ausnutzen wollte, bevor der weg ist. Habe ich jetzt ein Gold gekostet, weil ich nur auf 30 Euro, aber ich habe halt so viel Gold dadurch gespart. Mit dem, 1, 2, 3, 4 Gold, die 2 Enches und so. Hat sich schon gelohnt, overall nochmal zu rollen. Hätte man auch zusammen singen können. Okay, ich unterschätze, glaube ich, Earthshaker. Hat jemand geklippt eigentlich gerade? Wahrscheinlich hat keiner geklippt, oder? Ich wette, dass hat keiner geklippt. Okay, komm, wir machen jetzt richtig den Geizigen nochmal. Oh, schön. Runde 20 im starken Team macht das Relikt eigentlich ganz gut Spaß. Blue-Button kann nicht klippen. Das geht am Handy nicht. Alter, Patrick, du bist immer am Handy, ne? Patrick, ich weiß echt nicht. Patrick ist halt groß ausgeredet, ich bin am Handy. Ohne Witz, das ist einfach... Stand nicht in Mildes Mod-Anweisung drin, wie man mal am Handy das gemacht. Oh, mal komme ich das gewinnen. Da ist eine Level 3 Dingens hier. Aber der Aufschlag macht eh mit einem Hit wieder alles weg irgendwie. Aufschlag ist halt schon strong inzwischen. Wieso unterschätze ich Aufschlag oder? Also jetzt nicht mehr, ich habe es bis jetzt überschätzt. Der Rank, das ist schon hart für dich knapp, Alter. Guck doch einfach später ins VOD. Ja, ich hab's mir jetzt die Dinge aufgeschrieben. Ich kann es mir einfach rausschneiden dann. Ich würde es nur feiern, wenn wir generell mehr Clips hätten, die witzig wären. Das würde ich halt feiern. Wisst ihr, wie ich meine? Weil generell ist Clips ja eine witzige Sache. Ja, okay, die Clips vielleicht nicht, mit, wo ich irgendwie dumme Sachen nachmache. Ja, Elfen im Midgame sind echt böse, das stimmt. Was Earthshaker macht. Lustig, wie du singst und tanzt. Ja, aber ich will ja nicht nur so, ich will auch irgendwelche Kuh. Ich will ja nicht nur Clips haben, wo ich singen und tanzen tue. Da komme ich mir übel dumm vor. Guterweise wahrscheinlich, aber. Das wird eine schöne Elfenrunde, das kann ich jetzt schon callen. Jetzt kam jedes Mal Mimimi, als ich einen gemacht habe. Ja, die Leute, Mimimi, das heißt ja nicht, wenn ihr Clips macht, dass ihr da nicht Mimimi macht. Das mache ich trotzdem. Das geht Hand in Hand, mein Mimimi mit den Clips, wie Monte sagen würde, Hand in Hand. Ja, aber ich mache das zu lieb. Monte macht das immer so. A game of some sort. Also man kann nur die letzten 60 Sekunden zurückkleben. Ja, ist richtig. Deswegen habe ich es ja gesagt. Achso, gut, aber du hast wahrscheinlich gerade erst probiert, ne, Ace. Deswegen habe ich es ja direkt danach gesagt auch, aber der Mille hat ja keinen Clip. Ach nee, bei dem Mille kann ich die Schuld geben, das Essen. Ich clippe jetzt einfach selber die Sachen. Der im Stream. Meepok hier erst da raus, einfach mal bei Panda einen scheiß Zeus droppt. Der ist belastend. Hä?
Wieso bist du als erster raus? Du lebst doch gerade noch. Im Moment bist du noch nicht raus, aber das könnte es gleich gewesen sein. Triple Kill! Mega Kill! Gut, das könntest du nochmal überleben sogar. Das könnte nochmal reichen mit 1% oder so. My arrow pierces the wind. Wenn man für Fingerschrott, ein lustiges Board. Ah lol, für Fingerschrott Gods schon mit Dings, nice. Ich muss mal kurz was machen. Ich weiß noch, dass ich mal beschwert wurde, dass ich einen Clip erstellt habe, weil da nichts zu sehen war. Das Handy ist aufs Gesicht gefallen, es wurde was gedrückt. Seitdem habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Der einzige Clip, den Patrick jemals gemacht hat, hat er gemacht, als ihm das Handy aufs Gesicht gefallen ist. Aber wir sind stärker als für Fingerjo. Aber bist zumindest nicht der Erste. Ich würde mal gerne Bayern seine Streak holen, das wäre ganz nett. Aber irgendwie spielen wir nie gegen Bayern. Also Bayern hat unsere Streak vor uns nicht gegönnt. War es nicht Bayern, bevor er unsere Streak geklaut hat? Ich glaube schon. Aber wir dürfen jetzt seit 10 Runden nicht mehr gegen Bayern spielen, um mal die Streak holen zu können. Komm, als ob er jetzt. Alter, das knapp ist, wäre echt wieder gewesen. Das hat mich geärgert. Ist es Joy? Ice is nice. Ach man, Bein, ich will nicht wieder gegen dich im Finale nachher stehen. Das macht doch keinen Spaß, gegen dich im Finale zu stehen. Der arme Bein. Bein, ich mein's nie so, ne? Du bist momentan einfach sehr stark in diesem Game. Ich bin gar nicht fies zu euch. Da will ich mich davon distanzieren, Blue Button. Paul, wie läuft eigentlich deine Reise Richtung Night? Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft, ja. Läuft sehr, sehr gut. Ich wollte immer schon mal in die Richtung gehen. Ich muss mal kurz ein bisschen nachdenken gleich. Sehe ich hier irgendwas nicht, was ihr seht, was irgendwie gut ist? Gut, Junge. Der Fingerschuh sagt GG. Er ist raus. Lol. GG. Hä? Warum bist du rausgeflogen? Ich habe 3 geschrieben, das wollte ich gar nicht. Ach, du bist so lange, was Umstellen angeht, okay. Ich weiß nicht, Moderate gerade 4 rein, ey. Ja, geil. Da war 5-fach Vibe am Start. Lol, das ist ja gegen mich, als sind auch gegen mich die gleiche Attacke quasi. Ja, mal gucken. Ah, sein Legion hat nur 3 Stacks, das würde ihn Kopf kosten, dass er zu wenig Stacks hat wahrscheinlich, oder? Ja, wobei er gewinnt, das ist so eine harte Aussage. Sieht aber aus, als würde er es nicht verlieren, zumindest schon mal. Alter, Bayern, wann dürfen wir eigentlich mal gegen dich spielen, um eine Chance wenigstens zu haben? Aber er hat 900 Krieger inzwischen auch drin, leider. I bring the spark of death. Wir hätten vor gegen Bayern spielen müssen schon.
Jetzt dürfen wir gegen Bayern auf Seinfeld, aber gegen Bayern auch spielen. Bayern muss, kann, kurze Frage, Bayern, hast du seit Runde 10 nicht mehr gegen uns gespielt, also gegen mich gespielt, kann es sein? Oder war ich da jetzt los? Du hast doch kein einziges Mal gegen mich gespielt, wenn du Streak hattest, oder? Obwohl ich lange stärker war als du. Hallo Alpaka, moin moin. Ich glaube, jetzt bin ich wahrscheinlich schlechter als Bayern inzwischen. Da wurde Viertel bei einer Top 3 Wette. Jo, genau, aber sonst, ja, mittelgute Runden heute, sag ich mal. Keine optimalen Runden, aber auch nicht zu schlecht. Okay, wir gehen immer stärker als Bayern. Das ist gut. Deswegen tippe ich die auf. Ja, aber die Runde, die auf mich getippt haben, die haben alles. Hatten wir einen Tipp, die Runde eigentlich? Hatten wir eine Wette? Ich bin gar nicht sicher, ob wir die Runde eine hatten. Bis kurz vor Neid. Ja, ich call einfach mal jetzt, dass ich heute kein Neid werden werde. Ich war schon Neid heute, aber ich call, dass ich jetzt heute kein Neid nochmal werde, weil ich werde hier auf jeden Fall Top 2 mindestens schaffen, behaupte ich einfach. Ich habe noch 80 Gold, habe einen Winning Streak in Level 9. Bin nachher easy Level 10, weil ich habe richtig viel Kohle, um zu rollen. Wow, okay, meine Winning Streak, das hatte ich erledigt, was ich gesagt habe mit der Winning Streak. Gut, sonst hätte ich es nie gesagt, bitte. Hey, Klonrins, moin moin, servus. Mit Wizard spielt wird aber auch ohne Ehre. Ja, ist okay für mich, ich kann auch ohne Ehre gewinnen. Das ist okay für mich. Also freut mich, dass gerade nochmal so viele Leute dazukommen. Freut mich sehr, Leute. Freut mich sehr. Ist jetzt die letzte Runde für heute, aber die letzte Runde wird nochmal ganz gut aus gerade. Es sieht nicht schlecht aus. Wir sind hier Runde 30. Nach Runde 30 sind wir easy Level up. Schaust du gleich Formel 1? Ja, um 15 Uhr schaue ich Formel 1, beziehungsweise um 14 Uhr, wenn das Vorberichterstattung anfängt. Ich tue jetzt gleich mit meiner Frau Mittagessen nach der Runde. Noch ein bisschen schneiden vielleicht, vorbereiten und sowas. Und dann schaue ich Formel 1. Und nach Formel 1 werde ich heute Abend zu meiner Schwester fahren. Und ihrem Verlobten. Mit meiner Frau zusammen. Schön, dass ihr alle dazu kommt. In 10 Minuten ist aus. Ja. Oh, das Eremote, der rausgenommen, weiß, wo die Prioritäten sind. Was denkst du, wer gewinnt? Hä, wen fragst du mich, Lukas? Ach so, bei Formel 1, lol. Ich weiß nicht, Leclerc hat ja erfolgreiches Qualifying, nachdem er erste war abgebrochen, in eine Wand reingefahren ist. Kann ich gar nicht einschätzen. Ich habe das Qualifying gesehen, nebenher während Fußball so ein bisschen. Ich habe nur mitbekommen, also keine Ahnung, wahrscheinlich halt Verstappen oder Leclerc würde ich jetzt tippen. Oder Hamilton kommt wieder irgendwie aus seiner Gosse raus und gewinnt doch wieder. Kann natürlich auch sein. Kann ich nicht ausschließen. Leclerc konnte ich es eigentlich nicht, nachdem er... Das war so spannend, die letzten Sekunden vom Qualifying, Leclerc fährt in eine Wand rein und damit ist Abbruch. Und er wird dann damit geholt, er die Pole auch noch. Das hat mich übel sad gemacht. Damnation rises. Ja, ganz ehrlich, ich werde jetzt nur nochmal hier Great Wall mitnehmen, wenn ich wirklich gar nichts anderes habe, was Sinn macht. Dann will ich nochmal Great Wall mitnehmen, aber ich würde lieber ohne Great Wall spielen. Ach, überholen ist schwierig, weil es eng ist. Ja, das stimmt. Aber vielleicht wird es dann spannend. Vielleicht will der Hamilton trotzdem viel überholen und dann wird es spannend vielleicht. Platz 7, im Endeffekt, meistens, ich denke oft, Hamilton gewinnt nicht, auf einmal gewinnt er doch noch. Das ist halt das Ding inzwischen bei Hamilton, was mir Angst macht. Ja, stimmt. Ich esse gleich wirklich zum Mittag und Frühstück zur gleichen Zeit. Das ist richtig. So, was gibt's mir für ein Relikt? Okay, nee, kommt dann eben jetzt Eier-Relikt. Mir zu viel brauche ich nicht mehr sparen. Das ist nice. Da können wir gleich was draus bauen, was Schickes. Behold my beauty. I pupate anew. The Hunter Beasts.
Ich habe kein Ding drauf. Ich darf das so stellen, das ist richtig, oder? Ich habe Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Mache ich, glaube ich, nicht. Ich habe keinen Warlock und kein Ding, dann ist es okay. Ich hoffe, ich mache alles richtig hier gerade. Ups. Walter Tree und alles reinpushen. Oh, bisschen Magic-Schaden dann auch gar nicht schlecht. Die Viper wird schon mal nicht die Runde gespielt. GG Power sagt Bein. Warum GG? Hä? Warum schreibt Bein schon GG? Vor allem er gewinnt gegen mich einfach. Easy. Was hast du gemacht? Ich hab keine Ahnung. Ich hab meine Elfen echt. Wie hab ich meine Elfen kaputt gemacht? Was hab ich denn kaputt gemacht, meine Elfen? Take Naga. Hä, wieso hab ich denn Naga? Wo hab ich Naga? Ich check grad nicht, was an meinen Elfen kaputt ist. Ach, Hunter, oh mein Gott. True. Ich darf keine Hunter spielen. Das war mein Fehler. Oh mein Gott, ich habe die Hand überhaupt nicht gesehen. Okay. Weiß ich wenigstens, was ich falsch gemacht habe. No, no, it's not Naga, it was Hunter. Not Naga. Aber jetzt habe ich, wieder die Neuner, oder? Ja. Ist gerade schon noch mal einige Stärke im Moment. Ich darf nicht so schnell kassieren. Time for target practice. Another arrow in my quiver. Ja, du mal natürlich noch eine Option gleich reinzustellen. Troll auch. I could eat a shark. Ganz als Schiss, dass ich irgendwas kaputt mache, aber Monkey King dürfte okay sein, oder? Oh, ich bin aber nicht mehr. Triple kill! Roll kill! Erst Wizard spielen dann auch noch sowas. ich bin mir so unschlüssig, welche Units ich rausnehmen soll und welche nicht. So ein Doom wäre auf jeden Fall gut, der mit Grimstroke harmoniert, klar. Aber was nehme ich raus dafür dann später? Tide ist jetzt safe, Tide kann ich nicht mehr rausnehmen. Komm, Beine ist schon auch schwierig zu besiegen. Die drei Dinger muss ich auch behalten. Also Elfen sind auch schon klar. Ich könnte höchstens nachher, gibt es auch andere Elfen? Ne, es gibt keine Legendary Elfen leider. Thrower für Monkey King, ist er besser als Monkey King? Da bin ich mir nicht sicher. The Monkey King. Damnation rises. Jetzt bin ich mir relativ sicher, dass der besser ist. Aufschäcker nach ich nachher für den Doom raus. Boah, ein Snapfire wäre schon auch gut, die Runde. Wir haben die anderen rausgehauen. Welcome back, Mille. Welcome back. Ich habe zu wenig Platz, ich will so viel reinstellen. Ich kann gar nicht alles reinstellen. Ich glaube, Snapfire sollte ich auf jeden Fall halten, oder? Hier los auf Troll, ja, safe gleich. Triple kill. Ich glaube, ich brauche Monkey King die Runde nicht, oder? Okay, ich brauche Warlock die Runde nicht.
Was ich sag, Bayern spielt komplett Krieger. So ein Snapfire würde uns schon gut tun auf jeden Fall, weil ich am Schluss... Ja, ich kann nicht runternehmen. I will change item next round. Wen wär's wichtiger? Doom oder Snapfire danach statt Earthshaker? Ich brauche halt am Schluss jemanden eigentlich, der sein Ding weghaut. Hallo, SH-E-Mail, moin moin. The Stormcrafter comes. Snapfire eher, hätte ich auch gesagt. Snapfire für Huskar? Was ist für Huskar? Was ist für Huskar? Bin ich dumm? Hab ich Huskar und weiß nichts davon? Achso, für den Gegner schon Huskar, true. Sorry. Das heißt, Doom kann ich ganz wegmachen. Wow, Mecha. Ja, ist Mecha so strong, dass ich das brauche? Ist nicht wieder Eaglezone besser für mehr Attack Speed noch? Oder kann ich hier in Richtung Refresher Orb gehen? Ich bin mir auch gerade schon wieder unsicher, was ich bauen will. Also mein Mecha kann ich ja sogar so bauen. Macht ja vollkommen Sinn. Ich glaube, mit dem Team bin ich jetzt zufrieden. Viel besser wird es nicht mehr. Es ist ein krankes Team. Wir haben auch gut die Legendaries gezogen. Das Einzige, was uns fehlt, ist irgendwas, was gut mit Grimstone harmoniert. Weiß ich nicht. Ihre Seite sind Level 10 schon seit Ewigkeiten halt, ne? Die sind seit Ewigkeiten schon Level 10. Deswegen würde ich einfach mal callen, dass es kein Streamer-Luck ist. Aber verbessere mich da ruhig. Ja, das wird es langsam, aber sicher wird beides, denke ich mal, down gehen. Ja, dran ist auf jeden Fall, sagt Patrick. Ja, das kann sein. Miller hat entschieden, Streamer Luck. Interessant, interessant. Wird das funktionieren, was er da macht? Krass, okay. Frech. Frech im Chat. Huskar ist halt immer gefährlich am Schluss. Legendary Pool. So.
mal, wer auch schon die Runde gelesen hat, den gibt's nicht. Aber ich würde doch einfach sagen, dass es okay so ist. Guck mal, Bein auf seinem Feld. What is this? A game of some sort? Time for target practice. Tja. Time for target practice. Another arrow in my quiver. Ich dachte mir, ich nehme mal noch mal so ein paar Ios mit jetzt, bevor das vorbei ist. Aber nix war's. Was aber nicht umgestellt hat. Ist schon frech. Er lässt einfach so stehen. Sucht ihn einfach nicht. Triple kill! Static! Aber Snapper überlebt dieses Mal. Das ist alles, was ich wollte. Triple kill! Who needs a big brain when you've got teeth like mine? Ja, so viel bringt es mir gar nicht, egal halbiert. Ich hätte lieber Items mitnehmen sollen, glaube ich. What is this? A game of some sort? Time for target practice. Schon ein bisschen intens die Runde gehabt, muss ich zugeben. Ja, das war nicht so sinnvoll. Wobei, vielleicht überlebe ich irgendeine Runde, die ich sonst verloren hätte, egal, ich lucky, die irgendwie schlecht gelaufen wäre oder so. Man weiß es ja nie, ne? Man weiß es ja nie. Vielleicht ist es irgendeine Runde, die mich rettet. Ob es bis Runde 45 geht, wage ich eh zu bezweifeln. Im Zweifel gewinne ich einfach ein bisschen mehr AP, als ich eigentlich gewonnen hätte. Aber guck mal, Bein macht echt nochmal Stress hier. Ohne Witz, was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Ich habe echt keinen Bock, das zu verlieren, Bein. Können wir das mal bitte irgendwie klären, dass ich das vielleicht nicht verliere, die Runde? Das wäre super nice.
Jo, Rohstoff soll ich auf jeden Fall noch verteilen, true. Triple kill. Krass. Was ein Battle das einfach ist. Schon total. Der will mich auf keinen Fall raushauen, aber sein Husker überlebt es halt wieder. Rampage. Aufstellen müsste es hoffentlich besser sein. Ach Gott, wieso kassiere ich denn auf meinem Feld so brutal, Alter? Das kann ich doch keinem erzählen. Wie random ist das, Alter? Ich finde mega auf, dass ich diese Runde echt noch wegwerf. Ich glaube, auf seinem Feld hätte es wahrscheinlich sogar gereicht, mit dem Snapfire, der überlebt hat. GG. Belastend. Das hätte eigentlich ein Sieg sein müssen. Snapfire hat... Wieso habe ich auf meinem Feld so hart kassiert? Das bitter, gegen 9er Krieger mit Full Elfen. Guckt euch mal das an.